Da stehe ich zwischen Dutzenden Ärzten und Pflegern, 7:30 Uhr am Morgen, Visite auf der Kinderintensivstation der Mainzer Universitätsklinik. 7 Tage darf ich hier dabei sein, werde Patienten wie die kleine Ilda kennenlernen, die mit schweren Herzproblemen aufgenommen wird. Das ist eine lebensbedrohliche Situation, ja. Unentdeckt, unbehandelt verstirbt es. David, 4 Jahre alt, liegt auch auf der Station, auch eher herzkrank. Er muss eine Operation überstehen. Die 3-jährige Mila hat schwere Atemprobleme. Ihre Mutter ist voller Sorge, immer an ihrer Seite. Das Gefühlschaos ist komplett da. Ein Auf und Ab, ein Höhen und Tiefen. 7 Tage werde ich mit Pflegern und Ärzten verbringen, die täglich mit Leidenschaft um die Gesundheit ihrer kleinen Patienten ringen. Bei dem Kind gelingt es mir nicht so ganz, die Distanz zu wahren, die vielleicht manchmal erforderlich ist. Deswegen frustriert es mich mehr. Und wie gesagt, also ich meine, es ist natürlich mit der Mikrognathie und der Makroglossie ist die Anatomie ein bisschen schräg. Am Morgen stehen die Ärzte und Pfleger bei der Visite an jedem Bett und sprechen über ihre Patienten. Mila ist schon einige Tage hier. Die knapp 3-Jährige wurde in der Hals-Nasen-Ohren-Klinik operiert. Eine Standardbehandlung, aber bei ihr kam es zu Komplikationen. Ich wurde nach der Extubation in den Aufwachraum geholt. Da hat sie bereits Atemprobleme gehabt und sollte dann zur Kontrolle ein paar Stunden hier auf Intensiv, weil sie so nicht auf die HNO-Abteilung zurück konnte. Nun haben die Ärzte Mila erneut intubiert. Das bedeutet, sie wird wieder durch einen Schlauch beatmet. Stefan Gehring ist der Chef der Station. Dafür gibt es uns. Das ist der Grund, warum es so Intensivstationen gibt, um solche Probleme, solche Schwierigkeiten nach so einem operativen Eingriff am Ende nachzubehandeln. Bis man das Kind auf dem Arm hat, bis man das Kind wieder bei sich hat, bleiben die Sorgen. Wir fühlen uns hier gut versorgt, was natürlich Beruhigung bringt, aber die Sorgen bleiben. Ein Zimmer weiter. Kobra kommt aus Afghanistan. Sie ist sehr ängstlich. Sie ist ohne Eltern hier bei uns. Sie hat halt große Angst vor uns, versteht uns nicht so ganz. Hat schon 2-3 Wörter gelernt auf Deutsch, aber halt blöd, alleine in dem Alter hier bei uns zu sein. 8 Jahre alt soll Kobra sein, aber genau weiß man das hier nicht. Das Mädchen wurde von einer Hilfsorganisation nach Deutschland gebracht, um sie hier angemessen medizinisch zu behandeln. Dr. Martin Schwind ist ihr Chirurg. Die ist halt sehr, sehr ängstlich. Ne? Also die kannst du, wenn du mit der auf eine Nadel zugehst, dann wird es zum Ringkampf. Ein humanitäres Projekt. Die Klinik zahlt die Kosten für Kobras Behandlung. Was wir wissen, ist, dass sie wohl vor über einem Jahr dort in ihrem Heimatort einen Unfall hatte und von einem Rikscha-ähnlichen Gefährt, also einem menschengezogenen Karren, angefahren worden ist und am Bein verletzt wurde und dass sie seitdem dort eben einen Infekt hatte. Und was wir sehen, ist, dass es da Narben gibt und dass es da Operationen gab. Aber letztendlich hat sie einen multiresistenten Keim im Knochen und es ist auch ein weiter Teil dieses Schienbeinknochens ist quasi zerstört. Am Nachmittag. Während ihrer Behandlung in Deutschland wird Kobra von Pflegeeltern betreut und die sind nun zu Besuch. Der Pflegevater spricht Farsi, Kobras Muttersprache. Endlich ein paar Worte, die sie versteht. Elida Tükek ist selbst Krankenschwester, hat so von dem Hilfsprojekt erfahren und sich als Pflegemutter gemeldet. Sie kümmert sich um Kobra, bis die Behandlung in Deutschland vorbei ist. Mein Herz geht auch bei den Kindern. Ich finde das auch echt traurig, die Situation. Das ist halt ein ganz schlimmes Land in dem Sinne. Und die Kinder brauchen einfach hier eine Versorgung und auch liebevolle Eltern, die sich wirklich drum kümmern. Ich finde das ganz schlimm, dass ich in Duisburg lebe und nicht täglich herkommen kann. Aber lieber einmal in der Woche statt gar nicht. In Afghanistan hätte Kobra ihr Bein wohl verloren. Wann das Mädchen dorthin zurückreisen kann zu ihren leiblichen Eltern, ist ungewiss. Die Ärzte in Mainz wollen ihr Bein unbedingt retten. Ob es gelingen wird? Der nächste Morgen. Masken tragen ist hier im Januar 2023 noch Pflicht,
um die Kinder zu schützen. Oft war die Station in den letzten Monaten überlastet mit jungen Patienten, die an vielfältigen Infektionen litten. Bei Mila soll heute der Schlauch aus der Luftröhre gezogen werden. Carsten Labs ist der behandelnde Oberarzt. Bei medizinischen Interventionen werden die Eltern immer aus dem Zimmer gebeten. Man weiß nie. Milas Mama muss nun draußen warten. Dann kommt jetzt alles raus. 3, 1, 2, 3. Das war's schon. Der Schlauch ist raus. Wir haben jetzt ein paar Tage unter der Vorstellung, dass das mit durch einen Infekt assoziiert war, wieder nachbeatmet. Eine natürliche Heilung damit abgewartet im Bereich des Atemweges und eine Abschwellung in dem Bereich. Und jetzt schauen wir mal, wie das ausreicht. Okay. Du startest mit dem Salbutamol jetzt? Perfekt. Nun darf die Mama endlich wieder zu ihrer Tochter. Toi, 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 die letzte Stunde war gut, aber das bleibt jetzt natürlich spannend. Statistisch gesehen ist es so, dass wenn das nicht funktioniert, dass es sich dann schon innerhalb der ersten Stunden abzeichnet. Jetzt kommt es darauf an, ob Mila auch ohne den Tubus gut atmen kann. Auf der Station warten sie schon auf ein anderes Kind. Der Kardiologe Christoph Kampmann auf dem Weg zum Operationssaal. Ich darf zuschauen. Ein 4-jähriger Junge muss wegen eines Herzfehlers operiert werden. Dieser angeborene Herzfehler besteht darin, dass von der gesamten rechten Lunge das Blut, das oxygenierte Blut, also mit Sauerstoff angereicherte Blut, nicht in den linken Vorhof gelangt, sondern fälschlicherweise wieder in den rechten. Und diese Operation wird jetzt hier durchgeführt, das heißt die Korrektur, das heißt ein neuer Anschluss gebildet, dass das Blut aus der rechten Lunge dann auch wirklich in den linken Vorhof gelangt. Doch für den Umbau muss das Herz stillgelegt werden. Eine Maschine hält den Jungen am Leben. Unglaublich spannend. Diese Maschine übernimmt die Arbeit von Herz und Lunge. Jetzt? Ja. Jetzt ist schön. Jetzt steht. Ist eigentlich Herzstillstand. Ist Herzstillstand. Genau, no, null. Herzfrequenz null. Noch ein besonderer Moment? Sicher, immer. Großartig. Nun erst können die Chirurgen das Problem von David beheben. Bilden aus dem Herzbeutel eine neue, die richtige Verbindung vom Herz zur Lunge. Nach 43 Minuten wird der Kreislauf zurückgeführt von der Maschine. Das Herz schlägt wieder. 60% halten. Wunderbar, Kreislauf ist zurückgekommen, die Beatmung ist zurückgekommen und wir werden jetzt gleich auf dem Operationstisch das Kind extubieren. Und damit ist im Prinzip auch die Narkose vorbei mit allem drum und dran und das Herz hat sich vollständig erholt. Es pumpt ausgezeichnet, wir können die Medikamente schon runternehmen, die Kreislaufunterstützung für die ganze Zeit. Das ist ein ausgezeichnetes Ergebnis. Durch die unterirdischen Gänge, die die verschiedenen Gebäude der Uniklinik verbinden, geht's nun zurück zur Intensivstation. Dort warten die Eltern schon. Für die Ärzte war es eine Routineoperation. Für die Eltern hat es Angst und Sorge um ihr Kind bedeutet. So wie es aussieht, alles gut gelaufen. Ja, sehr gut. Er macht alles, was er soll. Ja. Wie alt ist er? Wie heißt er? 4 Jahre. David ist er. Ist er so ein lebhafter oder ein ruhiger? Was ist er? Eher lebhafter. Sehr lebhaft. Ja? Ja. Und das ist schon ungewöhnlich, wenn man ihn schon so
so ruhig sieht, gell? Genau gegenüber liegt Mila, die am Morgen extubiert wurde. Nun bekommt sie Sauerstoff über eine Maske, denn es geht ihr nicht gut. Sie bekommt schlecht Luft. Carsten Labs überlegt, was tun? Das kann man natürlich, wenn man es auf die Spitze treibt, sich noch ein paar Stunden angucken, aber das ist dann ein Risiko für den Patienten. Und dann muss man sich überlegen, wo der Vorteil oder der Nachteil liegt. Und wir haben jetzt die Entscheidung getroffen, dass jetzt ein guter Zeitpunkt ist, das zu beenden. Das bedeutet, Mila wird erneut intubiert. Denn nur mit einem solchen Tubus in der Luftröhre ist gesichert, dass sie gut Luft bekommt und sich nicht quälen muss. Mit Sichtkontrolle am Monitor wird der Tubus gelegt. Es ist die dritte Intubation für Mila. Eine künstliche Beatmung birgt immer auch Risiken. Keine leichte Entscheidung für das Team. Wenn man allerdings sieht, dass man da auf der Stelle tritt, keine Besserungstendenz da ist, vielleicht sogar eher eine Verschlechterung, dann muss man einfach die Alternative ziehen, in dem Fall einen Luftröhrenschnitt machen und ein Tracheostoma anlegen. Jetzt ist eine Tracheotomie in einem Alter von 3 Jahren auch etwas, was wir natürlich nur dann machen, wenn es indiziert ist, sprich wenn wir zumindest keine sinnvolle Alternative haben. Ein solch künstliches Loch in der Luftröhre, ein Tracheostoma, wäre für Mila ein sehr belastender Einschnitt. Sie könnte nicht mehr sprechen, müsste oft abgesaugt werden. Die nächsten Tage müssen zeigen, ob dieser weitere extreme Schritt nötig sein wird. Am Abend nach 19 Uhr kehrt Ruhe ein auf der Station. Das geschäftige Treiben des Tages verliert ein bisschen an Tempo. Der nächste Morgen beginnt mit einer Hiobsbotschaft. Okay, dann schauen wir mal. Für morgen noch eine Krankmeldung bekommen. Oh Gott, wie viele Patienten dürfen wir denn da fragen überhaupt? Ich denke mal drüber nach und dann gucken wir mal, wen wir finden. Okay, und was ist, wenn wir keinen finden? Dann 9. Okay. Dann müssen wir ein Bett brachlegen. Ja. Alles klar. Und 10 Betten hat die Station normalerweise. Wird nur eine Pflegekraft krank, kann das nicht aufgefangen werden, erklärt uns Christoph Kampmann. Wir haben beides. Wir haben Patienten da, die Betten sind da, die technische Ausrüstung ist da, alles ist da. Auch die ärztliche Kapazität ist da, diese Patienten zu versorgen. Aber wir haben keine Pflege, um hier Patienten durchzubringen. Das bedeutet, eine Pflegekraft fällt aus. Das bedeutet, der OP-Plan für morgen wird komplett verändert. Das ist Pflegenotstand. Das ist Pflegenotstand live. Normalerweise arbeiten 6 Pfleger und 6 Ärzte in der Tagschicht. Chef Stefan Gehring leitet die Station seit 10 Jahren. Er sagt, Kindermedizin sei chronisch unterfinanziert. Eigentlich bräuchte man mehr Personal, um Situationen wie am Morgen zu vermeiden. Bisher ist er auf das Engagement seines Pflegeteams angewiesen, dass jemand die Schicht der kranken Kollegen übernimmt. Aber mehr Pflegekräfte vorzuhalten kostet Geld, das im Systemkrankenhaus nicht vorhanden ist. Ich glaube schon, dass das eine grundsätzliche Frage ist, weil am Ende ist Gesundheit teuer. Und in welche Bereiche investiere ich? Macht es nicht mehr Sinn, die limitierten Ressourcen doch ein Stück weit in Richtung Kindermedizin neu zu positionieren? Das ist natürlich ein Verteilungskampf und ich weiß, dass das komplexe ethische Fragen sind, die da zu beantworten sind. Aber ich glaube, dass wir uns als Gesellschaft diesen Fragen stellen müssen. Sind wir bereit, in diesem Teil der Medizin mehr zu investieren und auch ein Stück weit eine Umverteilung vorzunehmen? Ja? Kobra, das afghanische Mädchen, wird heute zu einer Operation in die Chirurgie gebracht. In ein anderes Gebäude. Hallo, Linda Hock, die Ärztin, hat sich eine Art Wörterbuch Farsi Deutsch besorgt, um zumindest ein paar Worte mit dem Kind sprechen zu können. Aber im Moment ist keine Kommunikation möglich. Kobra ist sehr verängstigt und hat ein Beruhigungsmittel bekommen. Wo haben Sie sich das jetzt herbesorgt? Tatsächlich einfach aus dem Internet, notdürftig. Also, aber das war mir einfach wichtig, dass ich die wichtigsten Wörter für Sie kenne.
sicherlich nicht ganz akzentfrei, aber es hat zumindest gelangt, um einige Sachen über das Kind zu erfahren. Zum Beispiel haben wir auf dieser Basis ja gestern herausbekommen, dass sie Zahnschmerzen hat, was wir vorher quasi nicht zu kommunizieren war. Und ich hatte auch den Eindruck, dass das gewissermaßen das Eis gebrochen hat zu ihr. Angeblich ist sie von einem Sadak. Das ist eine Sadak, habe ich jetzt gelernt, ist ein Rikscha-ähnliches Fahrzeug. Ja. Dr. Martin Schwind wird sie operieren. Ist sie angefahren worden und hatte sich irgendwie das Bein da verletzt und hat dann eine Entzündung entwickelt. Seit Jahren schon behandelt er Kinder wie Cobra, die aus Afghanistan zur Notversorgung kommen. Da ich das jetzt schon lange mache, kriege ich sogar die einzelnen politischen Veränderungen der Patienten, der Kinder aus Afghanistan mit. Ja, also das erste Kind, das ich, glaube ich, jemals behandelt habe, das war ein Kind, das noch auf eine russische Mine getreten ist. Und da hat sich viel, viel verändert, viel Armut, viel Leid. Ja, und wir sehen Befunde, die man hier bei uns in unserer, ich sag mal, westlichen Welt niemals so sehen würde, weil die viel früher und viel intensiver behandelt würden. Ungefähr alle 10 Tage wird ein neues Antibiotikum in Cobras Bein platziert. Das bedeutet, die Wunde erneut öffnen, säubern und das neue Stäbchen mit dem Antibiotika einsetzen. Hoffen, so den multiresistenten Keim abzutöten. Wenn Sie das Bein retten können? Ich bin mir ziemlich sicher, dass man das hinkriegt. Ja. Man wird sicherlich Zeit brauchen, den Infekt zu sanieren und dann quasi dafür zu sorgen, dass der fehlende Knochen wieder aufgebaut wird. Aber ich sehe das eigentlich ziemlich positiv. Das wird eigentlich schon gehen. Zurück auf der Intensivstation. Milas Mutter wacht wie immer am Bett ihrer Tochter. Es war kein leichter Tag gestern, ne? Nee, emotionale Achterbahn, definitiv. Also das Gefühlschaos ist komplett da. Ein Auf und Ab, ein Höhen und Tiefen, was auch schwer ist zu ertragen. Carsten Labs hat eine Kollegin aus der Lungenheilkunde dazugerufen. Mit Hilfe einer Bronchoskopie will er die Ursache der Atembeschwerden von Mila finden. Kannst aber einspringen. Okay. Noch ein bisschen. Okay, super. Sie sind fast subglottisch. Mit einer Kamera werden die Luftwege des Kindes untersucht. Wir haben ausgeschlossen, dass das was in der Luftröhre selber ist. Wir haben was ausgeschlossen, dass es in den Bronchien selber ist. Wir haben gesehen, dass im Bereich des Larynx, des Kehlkopfes, nichts ist, was eigentlich ein Atmen verhindern sollte, sondern haben die Stelle sehr gut lokalisiert und haben jetzt auch schon das erste Therapeutikum appliziert. Und immer wieder gehört das intensive Gespräch mit besorgten Eltern zum Alltag. Man bekommt jederzeit Informationen und man bekommt sie auch so, dass man sie verstehen kann. Das finde ich sehr dankbar bin ich dafür einfach, weil ich bin kein Mediziner und bekomme so ein bisschen Sicherheit. Das sind manchmal Kleinigkeiten. Einfach da sein, kurz zuhören und vielleicht, wenn man die Möglichkeit hat, negative Aspekte und positive Aspekte mitzuteilen, halt auch die positiven gewichten, weil die brauchen ja einen gewissen Halt, sonst verlieren die Nerven. Der nächste Tag. David, der Junge mit der Herz-OP, ist wach. Guten Morgen. Morgen. Geht's dir gut? Besser? Ja? Er hat jetzt einen schönen Dings, einen Nutella-Toast haben wir gefuttert. Seit gestern Abend isst er wieder, das ist schon mal super. Für das Ganze sieht das ganz gut aus alles. Ja. Ja. Macht er gut. Nachher, Liebe, noch satt vom Frühstück. Ja. Legen wir es darüber, nachher, wenn du Lust hast. Am Nachmittag kommt ein Notfall. Die Sanitäter bringen ein wenige Monate altes Mädchen. Ilda heißt die Kleine. Mit ihrem Herzen stimmt etwas nicht.
Ein Ultraschall soll eine erste Diagnose bringen. Was mich stört, ist, dass hier so viel Flüster drin ist. Richtig. Siehst du das? Ja. Normalerweise siehst du doch in der Corona-Arterie mit sich. Ist ein kritisch krankes Kind mit einem schwerst überdehnten Herzen. Normalerweise sollte das Herz in dem Alter eine Größe haben von die linke Herzkammer, ein Durchmesser von 2 Zentimetern, und diese Herzkammer ist fast 5 Zentimeter im Durchmesser. Es kontrahiert, also das heißt, es pumpt extrem schlecht. Ist eine lebensbedrohliche Situation, ja. Die Eltern des Kindes sind mit dem Rettungswagen mitgefahren. Ich war einerseits froh, dass ich mitfahren konnte, andererseits war das irgendwie total irreal, plötzlich im Krankenwagen auf der Autobahn zu sein mit Warnsignal. Das hat schon auch deutlich gemacht, dass das alles sehr kritisch und dringend war. Ja. Hatten Sie das Gefühl, dass es lebensbedrohlich für Ihr Kind ist? Ja, in dem Moment hatte ich das Gefühl, ja. Ja, ja, das war, da habe ich zum ersten Mal wirklich Angst bekommen. Ja. Christoph Kampmann ist der Herzkatheter-Spezialist. Er will nun herausfinden, warum Ildas Herz so schlecht arbeitet. Ich darf zuschauen. Mit Röntgenschutzausrüstung. Wir müssen schnell machen, ja, die Zeit läuft gegen uns. Und dann muss das Kind, wenn das solch eine Fehlbildung ist, muss dieses Kind möglichst zeitnah operiert werden, also spätestens morgen. Mit einem Kontrastmittel werden die Herzkranzgefäße sichtbar gemacht. Christoph Kampmann schiebt den Katheter, also einen sehr dünnen Kunststoffschlauch, zum Herz vor. Zur genauen Diagnostik. Wenn Ilda an einer Fehlbildung der Herzkranzgefäße leidet, dann könnte dem Kind mit einer Operation geholfen werden. Da kommt die linke. Es ist eine Corona-Anomalie. Das ist operabel. Oder? Ich sag mal, lass noch mal gucken. Wir müssen 100% sicher sein. Also die rechte, guck mal, die rechte geht unten rum ab. Das ist diese hier. Wo geht die linke ab? Die bewegt sich doch anders. Guck mal, und da oben, da kommt sie. Warum geht die da oben? Ja. Stimmt fast nicht. Ich habe die Anatomie noch nicht ganz verstanden. Ja, wahrscheinlich ist es eher eine strukturelle Herzerkrankung und nicht bedingt durch eine Anomalie von den Herzkranzgefäßen. Bedauerlicherweise haben wir hier aber nicht eine chirurgisch korrigierbare Störung des Herzmuskels vorliegen, sondern am ehesten eine sogenannte dilatative Kardiomyopathie. Das ist eine strukturelle Erkrankung des Herzens. Da kann man keine operativen Maßnahmen machen. Option? Ja, wahrscheinlich wird das auf eine Transplantation hinaus, eine Herztransplantation hinauslaufen. Das ist die ungünstigste Diagnose, die nun für die kleine Ilda im Raum steht. Zurück auf Intensiv. Die Diagnose lässt auch mich nicht unberührt. Auch ich bin Vater und stelle mir vor, wie es wäre, wenn mein Kind diese Diagnose hätte. Nicht immer können Ärzte und Pfleger den Patienten helfen. Manchmal sterben Kinder hier auf der Intensivstation. Das gehört zum Alltag dazu. Und jeder, der hier arbeitet, wie Pfleger David Horstmann, muss damit klarkommen. Wenn ich einen Patienten lange betreut habe, wenn ich ihn intensiver betreut habe und der Patient dann stirbt, so, das ist natürlich so gruselig, ne? Gerade wenn es irgendwie Patienten sind, die sich rapide verschlechtern, die sich plötzlich verschlechtern, unerwartet verschlechtern, wo man es nicht absehen konnte, wo man nicht davon ausgehen konnte. Das ist
Das ist natürlich furchtbar, natürlich belastet einen das. Carsten Labs hat Besuch von Eltern, deren Kind hier vor einigen Wochen versorgt wurde. Ja, perfekt. Sehr gut, das sind die besten Besucher. Ja, Sie wollen noch mal Danke sagen. Ihre Tochter hat sich hier auf der Intensivstation von einer Operation erholt. Also zu Hause ist, als hätten wir... Wir waren 5 Wochen hier auf der Intensiv, konnten rund um die Uhr herkommen und wir haben jetzt, weiß nicht, zu den Paaren gezählt, die halt extrem viele Fragen hatten, die extrem viele Rückfragen hatten und uns einfach auch unsicher waren. Und wir wurden hier super betreut. Das sind natürlich gedeiht und die Wundheilung da. Das sind die schönen Momente, auch für Ärzte wie Carsten Labs. Aber es geht eben nicht immer so gut aus. Etwas, was den Körper... Bei allen Erkrankungen und bei den guten Verläufen, die wir mittlerweile herstellen können, ist es ja trotz allem auch nicht in Stein gemeißelt, dass es gut verläuft. Es gibt ja schon Komplikationen, es gibt auch Kinder 2020 oder 2023, wo wir jetzt sind, die irgendwann im Verlauf einer schweren Erkrankung auch sterben. Und das sind Fragen, mit denen sich die Eltern auf einmal konfrontiert sehen, die sie sich natürlich nie so vorgestellt haben. Vielleicht kommen wir in 3 Monaten oder so, wenn wir den nächsten Termin haben. Die kommt schon voll ab, genau. Ich bin wieder neugierig auf die Bilder, ja, schon, wie sie gewachsen ist. Ja. Genau. Danke. Ciao. Kobra, das afghanische Mädchen, ist auf die Normalstation einen Stock höher verlegt worden. Ich hänge gewissermaßen auch an den Kindern. Ich hatte mir jetzt auch für heute vorgenommen, nachdem sie ja gestern sehr abrupt quasi aus dem OP weggegangen ist auf die kinderchirurgische Station, dass ich sie heute Abend nach meinem Feierabend besuchen werde. Genau, das ist mir auch ein Anliegen. Einfach, dass die Kleine auch Personen hat und weiß, auf die kann sie sich verlassen. Ein bisschen spielen, lesen. Ein vertrautes Gesicht in der Fremde. Kobra freut sich. Kinderärztin zu sein, ist für Linda Hock eine Berufung. Ich versuche es mir beizubehalten, einfach, weil ich glaube, wenn man abstumpft, ist man gewissermaßen auch sicherlich nicht richtig in diesem Beruf. Es ist auch ein glücklicher Beruf, weil man muss ja fairerweise sagen, dass die Mehrheit der Kinder diese Station doch wieder verlässt. Und dann die Kinder einige Zeit später spielend draußen zu sehen oder zum Kontrolltermin sie wieder zu sehen, gerade neulich passiert mit einem Patienten, das ist dann das, was einfach wirklich sehr schön ist. Der nächste Tag. Die kleine Ilde hat sich durch die medikamentöse Unterstützung ihres Herzens etwas erholt. Aber die Transplantation steht immer noch im Raum. Ja, das ist sehr quälend, vor allem weil die Diagnosen ja wirklich immer schlechter und immer schlimmer wurden. Wir sind zur Kinderärztin gefahren mit dem Gedanken, dass sie eine Erkältung hat, die wir selber nicht irgendwie in den Griff bekommen oder die nicht besser wird von selbst, und hatten plötzlich 2 Tage später ein Kind mit einer schweren Herzinsuffizienz. Das war schon schwer zu ertragen, weil man auch hilflos ist, total hilflos. Nun bekommt der Vater seine Tochter erstmal auf den Schoß. Es ist das erste Kind des Paares. Bevor dieses Kind dann da ist, kann man sich das auch nicht ausdenken. Ja, das ist ganz unbelastet und das kleinste Lächeln genügt schon und es ist alles gut. Ildas Eltern sind hier in der Nähe der Klinik untergekommen, um Tag und Nacht so lange wie möglich bei ihrer schwerkranken Tochter zu sein. Ein Zimmer weiter. David bekommt heute eine Drainage gezogen. Damit wird Blut nach einer Operation abgesaugt und aufgefangen. Frau Dr. Martin ist sehr zufrieden. Alles frei ist. Und sehr gut. So. Es ist wichtig, dass man nicht da drauf packt. Sehr guter Verlauf, wirklich sehr guter Verlauf bisher. Ohne Komplikationen. Wir entfernen jetzt unsere letzten Zugänge. Ist perfekt. Eine Kompresse, eine Sterile? David wurde etwas sediert, damit er keine Schmerzen hat und nicht unruhig ist.
Gegenüber im Bett liegt Mila. Sie wird an diesem Tag 3 Jahre alt. Sie wird noch immer durch einen Tubus beatmet, aber am kommenden Morgen soll ein neuer Versuch gestartet werden, sie davon zu befreien. Wir sind da mal guter Dinge, dass wir einen großen Schritt weiterkommen. Bis morgen hoffentlich der Tubus. Genau, ja. Ne, weg mit dem Ding. Ja. Ist lang genug drin. Definitiv. Das eigene Kind wieder mal in den Arm zu nehmen und ohne Schlauch und Kabel ist der größte Wunsch. Später kommt dann noch ein besonderer Geburtstagsgast. Na, kannst du besser. Oh, guck mal. Kannst du dich noch vom letzten Mal, als du das besucht hast? Da geht's doch bestimmt besser. Alles Gute. Hm, hast du gehört? Das ist aber lieb vom David. Zweimal. Das war der Höhepunkt, sag ich mal. Auch für mich fand ich einfach toll, dass er es auch von sich aus quasi gemacht hat. Und er kommt jetzt rüber und sah sein Ziel und das war echt süß. Also das merkt man schon in so einem Vierbettzimmer, dass man da einfach Kontakte entstehen. Und dein Geschenk, der liegt da von der Papa und von dir, okay? Der Papa hat es schon gelegt, ja? David hat sich so gut erholt, er darf das Zimmer schon verlassen. Super, oder? Ja, besser konnte nicht laufen. Der macht richtig Fortschritte, ja. Der ist richtig tapfer. Gibt's nichts Schöneres, ja. Mhm. Ja. Haben Sie aber auch echt einen süßen Knopf. Oh, ganz süßer Knopf. Ja. Bist du ja ganz schön schnell. Ja. Ja. Kannst du auch den Marathon laufen? Das geht ja für den Papa, David. Für den Papa. Am nächsten Morgen, kurz vor der eigentlichen Visite. Wenn es die Zeit erlaubt, geht Christoph Kampmann immer noch einmal von Bett zu Bett, schaut nach den kleinen Patienten. Dieses Anfassen, Berühren ist immer wichtig bei all den Parametern, die ihr messt. Ja, worüber funktioniert Kommunikation im Kindesalter? Berührung, ne? Und vor allen Dingen, es gibt einem ein gutes Gefühl von der Haut, es gibt einem ein Gefühl von der Durchblutung, es gibt einem ein Gefühl, wie reagieren die auf einen, zittern die sich, bewegen die sich raus. Und so, das ist extrem wichtig, finde ich persönlich. Ja. Mila sollte eigentlich heute extubiert werden, aber in der Nacht ging es ihr nicht gut. Wenn der Nachtdienst jetzt berichtet, dass heute Nacht größere Probleme da waren, dass der Sauerstoffbedarf verdoppelt werden musste, dass lange Zeit Atemwegs Mobilisation von Sekret stattgefunden hat, dass das Kind unruhig war, dass es viel gehustet hat, viel gepresst hat daran, dann ist das für mich kein zufriedenstellendes Setting. Bedeutet, das Team der Intensivstation verschiebt die geplante Extubation. Mila muss weiter beatmet werden. Ja, es ist extrem unbefriedigend, aber es ist, wie es ist. Hat der Mutter schon geredet? Hm. Die ist genauso frustriert wie wir. Gehört dazu. Verstehe ich auch von ihrer Seite. Mir geht es genauso. Bei dem Kind gelingt es mir nicht so ganz, die Distanz zu wahren, die vielleicht manchmal erforderlich ist. Deswegen frustriert es mich mehr. Ich glaube, Distanz wahren und trotzdem Emotionen zeigen, ist beides möglich. Man muss halt so eine gewisse Gratwanderung betreiben. Ich glaube, den Eltern einfach auch mal zu sagen, dass man das selbst auch furchtbar findet, was gerade passiert, dass man es extrem bedauert, dass man nichts anderes machen konnte. Oder dass die Maßnahmen, die man ergriffen hat, trotz allem nicht greifen konnten. Das ist wichtig für die Eltern, damit die auch merken, die haben nicht mit dem Roboter zu tun. Mila zieht in ein anderes Zimmer um. Er fahrt ruhig rein, wir können ja auch an uns dran rein. Ihre Mutter ist langsam mit den Nerven am Ende.
Man lebt auch von Tag zu Tag. Also das lernt man hier auch ganz schnell, dass ein Plan keinen Sinn macht für einen selbst einfach, weil es dann doch wieder verworfen wird oder die Werte besser oder schlechter sind. Ilda wird mit Hilfe der Medikamente, die ihr Herz entlasten, von Tag zu Tag lebhafter. Ja. Allein die Tatsache, dass sich das Kind wieder bewegt, dass es lacht, die Hände hochhält, streckt und seine Eltern angrinst und den Kopf auf die Seite dreht, sind Bewegungsmuster, die dieses Kind am Ende letzter Woche überhaupt nicht mehr gehabt hat. Ja. Ihre Tochter wieder so zu erleben, das gibt den Eltern Hoffnung. Sie ist ein ganz, ganz fröhlicher, lebhafter, neugieriger, kleiner Mensch. Das ist natürlich irgendwie das Größte, so ein kleines, süßes Wesen zu sehen. Und es gibt auch eine neue Entwicklung in der Frage, was genau Ildas Problem ist. Christoph Kampmann hat die Sache keine Ruhe gelassen. Er hat sich die Röntgenbilder wieder und wieder angeschaut und etwas gefunden. Und wir sehen im Prinzip bei diesem Bild hier schon, hier ist die obere Baucharterie, sehen wir hier die Nierenarterie. Und zwar die Nierenarterie von der linken Seite. Aber wir sehen keine Nierenarterie auf der rechten Seite. Es liegt der Verdacht nahe, dass dort eine von den Arterien, die die Niere mit Blut versorgen, dass die verengt ist oder zumindest dort eine Anomalie in dem Abgang besteht. Und damit wäre das aber auch eine Möglichkeit einer kausalen Therapie. Falls sich diese Diagnose bestätigt, bräuchte Ilda keine Herztransplantation. Christoph Kampmann berichtet den Eltern. Das Nierenproblem könnte die Ursache für Ildas Erkrankung sein. Das heißt, wenn es das wäre, schauen Sie das an, wenn es was zu dilatiert ist. Tag 7 auf der Intensivstation. Heute will Carsten Labs es noch einmal versuchen. Milas Werte sind gut. Ihr Tubus, über den sie immer noch beatmet wird, soll endlich entfernt werden. Ihre Mutter verabschiedet sich. Und schon passiert. Noch etwas Sauerstoff durch die Maske. Und abhören. Alles gut. Lief gut? Bisher. Ich bin. Bis heute Abend werdet ihr keine andere Aussage von mir bekommen. Die ersten Stunden sind halt die ausschlaggebendsten. Jetzt darf auch die Mutter wieder ins Zimmer. Ich will David besuchen. Der Junge liegt einen Stock höher, ist auf eine Normalstation verlegt worden. Hallo. Hier sitzt. Guck mal, ich hab dir was mitgebracht. Ich dachte, du magst vielleicht Autos. Das habe ich gestern gehört. Du hast doch in dem Buch so geguckt, gell? Geht's dir gut? Ja. Es war zum Glück ein Herzfehler, der wirklich reparabel war. Also er ist jetzt geheilt. Ja. Es gibt ja viele Sachen, wo das leider nicht so ist, aber bei ihm die Geschichte ist er geheilt davon. Ja. In den nächsten Tagen darf David wohl nach Hause, falls nicht noch irgendetwas Unvorhergesehenes passiert. Am Nachmittag. Wie geht es Mila? Wird es diesmal klappen, endlich befreit von Tubus und Beatmung? Einmal gucken. Ja, Spaß.
okay. Man hört weiterhin gutes Flussgeräusch. Machst du gut, ne? Ja, weißt du. Sieht gut aus. Ersten Stunden geschafft, ist immer das Wichtigste. Und jetzt gucken wir mal, was die nächste Zeit so bringt. Sieht aber nicht aus, als würde es in eine Richtung Reintubation gehen. Definitiv nicht. Sieht die Mama auch so, ne? Ja. Gut. Ilda ist währenddessen noch einmal auf dem Weg zum Herzkatheter. Liegt ihr Problem tatsächlich an der nicht richtig durchbluteten Niere? Abschied. Auch eine solche Routineuntersuchung ist mit einem Risiko behaftet. Darüber sind die Eltern aufgeklärt worden. Bei einer von 1000 Untersuchungen kommt es zu schweren Komplikationen. Christoph Kampmann versucht, die vermutete Engstelle in der Nierenarterie zu finden. Ist er erfolgreich, könnte er das Gefäß aufdehnen. Dann wäre die Ursache von Ildas Problemen behoben. Auch diese Hightech-Diagnostik basiert auf Erfahrung und Fingerspitzengefühl. Immer wieder schiebt er den Katheter suchend weiter. Findet er einen Zugang zu der Arterie? Kontrastmittel zeigt den Blutfluss in den Gefäßen. Also, was man sehen kann, ist, wir haben hier oben einen vollständigen Verschluss von der Nierenarterie. Und mit hoher Wahrscheinlichkeit ist das bereits intrauterin passiert. Intrauterin, also im Mutterleib während der Schwangerschaft. Wahrscheinlich wird man das operativ lösen können, wobei die Gefäße wahnsinnig klein sind. Anruf bei den Eltern. Ich bin's. Also, alles ist gut gelaufen, okay? Katheter hat so gut überstanden. Was man sagen kann, ist, wir haben diese Nierenarterie, die ist nicht nur eng, diese Nierenarterie, sondern diese Nierenarterie ist verschlossen. Aber wir wissen jetzt zumindest, und ich finde, das ist die wichtige Sache, also wir haben die Diagnose bestätigt, die wir gedacht haben. Und zum anderen, damit ist natürlich die Wahrscheinlichkeit, dass es eine strukturelle Herzerkrankung gibt, extrem minimal nur noch, ja. Also, ich sag mal, Glück im Unglück, oder? Die drohende Herztransplantation ist bei Ilda demnach nicht nötig. Welch ein Glück. Die Eltern warten schon. Ich habe großen Glauben daran, dass irgendwie alles gut werden kann und hoffentlich auch gut werden wird. Das hat sicher auch geholfen, dass meine Tochter sich relativ schnell angefangen hat zu erholen, dass auch dieses Gefühl da ist, okay, es tut sich was in die richtige Richtung und es stützt den Optimismus sicher auch. Monate später wird uns Ildas Vater diese Fotos schicken. Sein Optimismus war berechtigt. Die Nierenarterie seiner Tochter ist erfolgreich operiert worden. Ilda entwickelt sich prächtig. Einige Tage später kommen wir noch ein letztes Mal in die Klinik. Mila wird langsam von den starken Medikamenten entwöhnt, die sie während der Beatmung brauchte. Atmen kann sie nun wieder ganz allein. Spitze, ne? Alles gut? Alles gut. Und David wird an diesem Tag entlassen. Der Junge kann es kaum erwarten. Man muss sich das überlegen, ne? Man steht davor, das Herz steht, ja, die Lunge steht. Es gibt eine Durchblutung, die über 1,5 Stunden von der Maschine abhängig ist. Und dann eine Woche später ist der Patient quietschfidel wieder zu Hause. Das ist doch ein Geschenk, ne? Du liebst deinen Beruf immer noch. Absolut. Es ist ein Geschenk, diesen Beruf ausüben zu dürfen. Tschüss. Tschüss. Mach's gut, Süßer. Sehr schön. Dankeschön. Tschüss.